Der Kundenmitarbeiter ist jetzt in seine Bahn eingestiegen, holt sein Smartphone raus und startet seinen Feedreader und bekommt in dem jetzt hier oben erstmal über All Items die Möglichkeit, alle ungelesenen Items sofort aller Feeds anzulesen und hat hier unten die Ordner, in die er seine Feeds einsortiert hat. Die 5 Hapag-Lloyd Newsfeeds habe ich hier in einen Ordner HL Newsfeeds geordnet. Dieser Ordner fungiert als virtueller Feed. Er mischt also alle diese Nachrichten zusammen und ich muss mir nicht jeden dieser 5 Feed einzeln anschauen, sondern brauche jetzt hier nur auf diesen einen Ordner zu gehen und sehe sofort die beiden ungelesenen Nachrichten und kann jetzt hier durch Weiterklick sofort den Carrier Security Fee Revision anschauen und sehe hier den Artikel ganz genau so mit allen Inhalten, wie er auf der Webseite steht. Wenn ich hier rüberblättere auf den zweiten ungelesenen Artikel, diesen Mexico Revised Inland Tariff Artikel, dann habe ich hier natürlich genau die gleiche Möglichkeit, den zu lesen. Und wenn ich mir den aufheben will, habe ich hier unten die Möglichkeit, den als Lesezeichen zu markieren mit so einem Sternchen. Oder wenn ich ihn zum Beispiel schon mal einem Kollegen mitteilen möchte oder jemand anderen, dann habe ich hier die Möglichkeit, hier unten das gleich auch per E-Mail zu versenden. Wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, finde ich ihn hier oben in diesem Ordner, im Lesezeichenordner mit dem gelben Sternchen, finde ich jetzt hier genau diesen Mexico Revised Inland Tariff Artikel und kann hier immer ganz schnell wieder drauf zugreifen. So, ich komme an, ich sehe, ich muss aussteigen. Und dann gehe ich rüber ins Büro und lese dort weiter.